Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Hofbergbahn im LS22 im Projekt Hofbergbahn mit mir und dem lieben Oswald. Moin. Und dem Fabi. Hallöchen. Super. So, und jetzt letzte Bahn, Leute. Wir kriegen alles in einen Kochtank. Das ist schlecht. Aber naja. In anderen Projekten würde ich jetzt sagen, oh, ich bin zufrieden. Aber nee. Ihr hättet es gerne noch einen zweiten Täuscher werden können. Naja. 50% der Mission haben wir schon. Das ist gut. Aber ich glaube, wir dürfen sie nicht abgeben. Das werden wir gleich sehen. Weil ich glaube, wir haben den Träger über die teure Mission genommen. Haben wir auch. Wobei, wie war das? Dann durften wir auch das Spiel nicht stoppen. Weil wenn ich jetzt das Spiel stoppe und die Mission fertig ist, dann ist die weg, oder wie war das? Nee, ist eine grobe Mission eigentlich nicht. Okay. War das nur bei bestimmten Missionstypen? Das ist nur, soweit ich weiß, bei... Alter, 99%! Noch 20 Liter hätten gefehlt für vollen Korntank. 7480 Liter. Passt das in einen Anhänger? Ja, das sind 8 Tonnen, oder? 8,1, ich bin drauf, ja. Ui. Weiß soweit ich, du weißt, ist das nur bei? Bei Dreschmissionen. Achso. Soweit ich das weiß. Na ja, gut, vielleicht haben sie das auch schon mittlerweile behoben. Ja. Klar, das kann natürlich auch sein. Aber das war von nicht langer Zeit schon. Aber vor dem letzten Patch war das. Aber nicht lange vorher. Ich bin ja auch mal gespannt. Eigentlich müsste jetzt so langsam ja mal das nächste DLC released werden. Also nicht ja. Released, aber vorgestellt werden zumindest. Vorgestellt, ja, das stimmt. Das ist wahr. Weil... Aber ich habe noch gar nichts gehört davon. Nee, ich habe auch noch gar... Also ich meine, das Einzige, was man darüber weiß, ist... Machines to rule the mountains, also irgendwas für Berge. Ja, wir gehen zurück in die Berge, Leute. Ja, sowas Weichen 2.0, sowas wäre geil. Ja, das wäre wirklich geil. Ich habe ja die Karte gefeiert, unnormal. Ja, Landnachbar hat gesagt, wir dürfen. Ich sag mal so, es muss ja nicht mal die Weichen selber sein, aber nee, sowas in der Art. Aber so, genau. Wobei ich sagen muss, auf Instagram gucke ich schon mal so ein paar Bilder an. Und da sind welche, die sind die privat am Konvertieren mit so 22er Gebäuden, die jetzt rausgekommen sind, aus einem bayerischen Stil. Die haben aus manchen Höfen schon ordentlich was rausgeholt. Die sehen schon echt geil aus, die Höfe. Haben die irgendwo einen Kercher? Weiß ich nicht. Nicht. Im anderen Abteil vom Hof? Keine Ahnung. Okay. Doch klar. Da ist eine Waschhalle. Eben deshalb. Deshalb. Da gehört ja auch der Drescher eigentlich hin. LOL. Ich guck gerade so aus Spaß mal was heißt aus Spaß? Ich guck gerade bei so Tools im platzierbaren Menü. Da gibt's einfach einen Heubock, da kannst du 6000 Liter Heu auf so, ja, wie so eine Art Tipi trocknen lassen. Mhm. Du hast ja Heu auf der Wiese dann so zusammengerafft auf so, ja, wie so Tipis, sag ich mal. Auf so hohe Haufen. Und genau sowas, so kannst du jetzt 6000 Liter Heu dann immer trocknen. Ach, sicher haben wir einen Kerscher, Leute. Ein Kerscher. 7%. Frage, haben wir noch, haben wir noch Kalk? Haben wir überhaupt Kalk gehabt? Doch, also hast du als Feige Kalk. Ja, deshalb Kalk. Kalkstein mal gucken. Und ich glaube, das Feld, wo du jetzt drauf bist, Ossi, braucht mal Kalk, oder nicht? Ja. Ah.
So, setzen wir hier wieder an. Haben wir den Drescher auch Gebrauch gekauft oder warum verliert der seine Farbe? Also Porsche, guck auf die Stunden, das siehst du. Ne, den haben wir neu gekauft. Ich glaube, wir haben so gut wie nichts oder wir haben nichts gebraucht gekauft. Wir nichts gekauft? Nicht. Glaub auch nicht. Du kannst ja gucken. Ja. 0 Stunden, 1 Stunde hat der Klaas gelaufen. Doch, eine Sache haben wir Gebrauch gekauft. Buhn DC401, das müsste ein Mähwerk sein. Okay. Dann, Haben wir gar nicht. Das ist gut. Das ist immer gut. Der Tieflok. Ah, stimmt, ja. Das ist das Einzige, was wir Gebrauch gekauft haben. Der ist 25 Monate alt. Ah, okay. Dann haben wir vielleicht, dann haben wir mit gut Glück ja da einen Schnapper gemacht. Naja, bei 8000 Euro. Der neu kostet, glaube ich, war das jetzt nicht so, dass der Spaß. 80% schon. Ja. Super. Ich bemühe mich schnellstmöglich fertig zu werden, damit wir Geld haben. Müssen wir mal gucken. Fangen wir kurz die Anhänger kurz an. Gott. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wann Hafer haben wir ja eingelagert, haben wir gesagt. Und wann da der beste Januar? Was haben wir denn? November. Genau, weil Ossi wollte mich auch letzte. Jetzt weiß ich es aber wieder. Ossi wollte mich losheizen mit dem Moped und wie heißt's abholen? Ah, wie heißt er? Weizen abholen für die Hühner und für die. Aussehen können wir Glaube jetzt ich, ne? nichts, Leute. Stimmt, den ist auch. Das ging auch nicht. Alter. Oder Weizen holen. Für die Hühner. Ja, aber nicht dieses Projekt. Was ist nicht das Projekt? Ja. Was ist denn los mit der Fente? Mit der Ventilator. Ja, verstehe ich auch gerade nicht, aber er ist vorne auch richtig eingesunken. Jetzt hat er zurückgeschaltet. Ich bin schieben kommen, oder was? Ja. Bin gleich da. Alter, Ja. ich hab ja mehr Leistung als du, aber der Schlepper macht ja auch viel schwerer. Ich glaube, deshalb ist das so. Ja. Das ist jetzt eine Ausrede. So. Reich haben wir die 90%, Jungs. Ja, gut, der wiegt 9,6 Tonnen, Jackie, und meiner wiegt 5,4. Dann habe ich ein bisschen Eisenschwein. Kurz am Plan. Das hast du jetzt gesagt. So, jetzt gleich müsste ich 90% erreichen. Deine macht 5,4 Tonnen. Also. Ja, deine macht 9,6. Ja, ich denke mal, dass das ein bisschen übertrieben ist für Real Life, aber der wird auf jeden Fall schwerer sein, das ist klar. Ne, 9 Tonnen wird er haben. Ja, 9. Also, ich weiß, ein 650R wiegt 0,3 Tonnen. 300 9,3. PS. Okay. Aber das ist ja auch. Der hat ja auch viel mehr Elektronik drin und alles. Naja, aber die macht den nicht zwingend schwerer. War nicht viel. Warte, du hast jetzt einen Fendt 816. 18, 816 Mit Fronthydraulik. LSA, glaube ich, ist das. Nee, das ist kein LSA, das ist ein Turboshift. Nee, LSA sind die anderen. Der wiegt 8 Tonnen. 8 Tonnen. Okay, das ist Nee, schon. das war mein Fab. Doch, das war der. Das ist aber schon richtig viel, 8 Tonnen für so wenig Leistung. Naja, gut, da ist halt noch nicht viel mit Plastik gebaut worden. Ja, das ist klar. Da ist halt wirklich noch alles mit Stahl oder Okay. Guss und Metall so. gebaut worden. Dann können wir mal vorspulen, oder nicht? Die 2 Tage. Könnte man ja. Einen, glaube ich, nur wegen Haferverkauf. Nee, Stimmt, ich ja. bin. Ich hab nachgeguckt. 2 für Hafer verkauft. Okay. Ja, Dezember doch war, wie wir es verstanden haben. Nee, Januar ist der beste Preis. Hab Hey, wieder ich bin gerade mitten umgewogen. in der Bahn. Und? Ach nö, ist wieder ein Albtraum, ich sehe Jackie vor mir. Scheiße, Hilfe! Das ist wieder klar. Oh.
Proportionier. Kannst mal schneller gehen, die Bahn ist irgendwann zu Ende. Oh, gleich schneit, jetzt hast du noch mehr. Jetzt sehe ich gar nichts mehr, Alter. Hilfe, Immer halt! akzeptieren. Nein. Ja, hallo. Es ist so, dumm wie Jackie. Drück mal, ja. Jetzt kann ich, aktuell kann ich geschlafen. Also, ich muss schlafen. Das ist immerhin kein Albtraum, der da steht. Das ist ein schöner Traum dann, ne? Ist klar. Nee, ist klar. Beeil dich, die Bahn ist gleich wieder vorbei. Wie, jetzt schon wieder? Ich bin gerade mal losgefahren. Hallo. Ich weiß auch was, was Schönes. Wir gehen auf Risiko, Leute. Wir gehen auf Risiko. Ah, ich kann, glaube ich, gleich stehen bleiben. Ah, abgeschlossen. Na, ich steck im Zaun fest. Na, ab zum nächsten Acker. Hoppa. Warum hänge ich über unserem Bett, sag ich mal, zwei Bilder mit einer Frau? Er sagt ein Bild mit zwei verschiedenen Frauen. Ja, so. Ich bin jetzt voll auf Risiko gegangen. Der Preis wäre gestern zum Verkauf 7 € über Bestpreis gewesen. Du bist so ein Sau. Ja, ich hab gecallt, Digga. Er ist noch 24 € pro Tonne teurer, also mehr wert als gestern. Ho! Ja, beim Vieh- und Futterhandel. Ja. Und der hat noch nicht offen. M. Hört vorher jetzt bis um 10 Uhr vor, dass wir Warum ist die Scheiße immer so, Digga? Warte, ich gehe gleich gucken, aber ich wollte was anderes gucken, kurz. Um 10 macht er auf. Ach. Der macht er Ja, auf. hier haben wir Mietkosten, Leute. 1600 € Mietkosten. Oh. Dann der große Massiv. Gut. So, jetzt gehen wir abladen, oder? Nee, jetzt machen die wirklich erst um 10 Uhr? Komm schon. Oh, guck mal, wundervolle Sonnenangebote. Oh, du kriegst ein Sonnenangebot, ey. Ja. Oh, scheint schon dir. Du guckst eins der Sonnenangebote. Oh, je schön. Ja, der Preis ist schon gefallen. Ah! Ey, guck mal. Ey, wenn ich jetzt mal verkaufe, haben wir 155 PS. Das Ja, guck, gerade mich noch dafür verurteilt, dass ich geguckt habe. Warte, wir hätten sogar Plus gemacht. Das ist so. Ist hier schon offen. Soll ich tauschen fahren? Ja, kannst du machen. Wir machen sogar Plus, also ein. Kommt drauf an, wie der Zustand von Fabi, dem ist. kannst du bitte kurz Ja, das. bis 10 Uhr vorspulen? Dann weiß ich, ob der Preis immer noch da der beste ist. Der ist ein tipptopp zu guten Zuschauern, der. Der ist neu. Ja, sie geleckt. So, wo geht's mir Ja, eigentlich lang? nee, würde ich auf jeden Fall machen, weil viel mehr Leistung. Und du hast eine Fronthydraulik, glaube ich sogar. Ja, und dann trotzdem sogar noch Hast du den Plus. Frontlader noch? Ja. Perfekt. Danke, Fabi. Weil das wäre, glaube ich, das Wichtigste auch noch mit, weil ich glaube, wir haben gar keinen. Ne, wir haben keinen. Ja, müsste schon passen. Ey, der allgemeine Höchstpreis von Hafer ist gefallen in diesem Jahr. Warum Ja, weißt du, was wir nicht andeuten? Die können doch rivalieren, die Preise im Jahr. Alter, wie viele Punkte wollen denn noch sein auf der Karte? Ich sehe ja nicht mal, wo muss ich hin? Ja, was ausstellen? Schau mal, da, meine Fahrzeuge. Weg mit Geht denen. das? Und dann hast du es in der Minimap nicht? Ja. Oh, super, warte, Leute. Das muss kurz Zeit haben. Hab ich auch angekotzt. Kannst Ja. du, glaube ich, aber auch in den Autodrive einstellen. Hey, kannst du nicht mit? Da ist aus. Oh, perfekto. Tausendmal besser aus. Kannst du später danken, Robin. Ey, Jackie. Danke schön. Hä, warum zieht der nicht so? Weil du ein Fanclub-Pumpe bist. Vielleicht sollen wir den Fan tauschen und nicht den Na, Johnny. schweig. Hallo, mein Fan. Ach Scheiße, ich kann doch nicht mal reparieren. Ja, warte, ich verkauf gleich. Wie viel kostet die Reparatur? Neu lackieren 4000, Reparatur 73 €. Würde alles drin liegen. Kriegen wir so 2000 mehr raus. Ja, dann gibt man mal Jule. Ja, ich bin dran.
genau. Auto! Der könnte nix. Da kommt er nicht. Oh, geht. Ja, hallo, ich habe über 40 km/h drauf. Fendt fährt 52. Hallo? Wenn es mal klappt. Oh, schon 20% hier. Ja, noch nicht mal einmal rund. Das machen wir jetzt noch, Leute. Das ist Ossi in der Folge. Oder wollen wir noch eine dritte Folge machen, oder? Ja, kann auch, ja. Okay, dann, meine Freunde, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, like nicht vergessen, ein Abo da lassen und unbedingt zunächst mal vorbeischauen. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.